Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Heute wollen wir auf jeden Fall mal in der Folge erklären, warum hier was leer ist und dass da noch was leer werden muss. Genau, wir wollen unsere schönen Tore umziehen. Das heißt, hier wird es dann auch langsam frei. Dafür habe ich auch... Nein, den habe ich nicht einstecken. Ha, den habe ich vergessen. Sehr schön. Dafür brauchen wir den Aufzug. Denn sozusagen, das wird jetzt dann mein nächstes größeres Ziel sein, dass die Tore dann halt, wie gesagt, von oben weg sind. Oh, und ich habe den da mir noch gebaut. Item aus. So, momentan bin ich auch, glaube ich, hier noch schön beim Bearbeiten. Genau, hier sind auch nochmal 8 Stück da. Das ist sehr schön. Und momentan, ach genau, ich habe noch 2 weitere gebaut. Momentan ist Light Fuel drin. Wird jetzt aber dann auch noch abgedatet. Das ist sozusagen der zweite Part von der Folge. Wenn alles klappt. So, wir legen uns hin. Und der sozusagen der letzte Part wird dann das ganze. Diese Bücher, ne, die machen mich irre. Die ganzen Quests, die wir mal abgeschlossen haben, dass wir die halt abgeben. So, ich habe hier schon mal Lifte reingesetzt. Die habe ich jetzt immer auf 10 gemacht, also erste ist 85, zweiter 65, dritter 45, 25. So, 9. Das ist aber nicht genau die richtige Höhe. Genau, denn ich habe schon mal angefangen, darum auch ist Netertor weg. Ich stelle auch gerade fest, dass hier noch die Leiter ist. Ich hätte auch die ganze Zeit rauflaufen können. Schön. Ja. Genau. Also, das war ja mal sozusagen der Bereich, wo die Diamanten drin waren. Den können wir es auch demnächst mal komplett machen. Also hier seht ihr schon mal das Nether-Tor. Hier sind sozusagen die ganzen Steinchen drin, die ich verarbeitet habe. Wir sind jetzt auch hier sozusagen im Vierer-Bereich und nicht mehr im Zweier. Das heißt, wenn da ein Schweinchen spawnt, fällt definitiv rein. So, das heißt, der wird auch noch umziehen. Ich weiß nur noch nicht, wie hoch, dass ich das Zeug hier mache. Also darum, das ist jetzt nicht provisorisch. Es ist halbfertig, sagen wir es mal so. So, wir gehen jetzt mal nach unten. Dann gehen wir hier hin. So, wir sind jetzt hier. Jetzt muss ich nochmal gucken. Genau, da wo die Fackel steht. Da kommt jetzt der Elevator hin. Da kann der nämlich jetzt auch weg. Ich packe jetzt mal sicherheitshalber hier mal schnell die Fackel hin. Da nicht, weil der gleich verschwindet. Jawohl, wir haben sogar schon Sachen bekommen. Das spawnt sogar was. So, genau. Also was habe ich gemacht? Das, was mir oben... Das, was wir oben gesehen haben, sozusagen jetzt halt in fertig. Also das heißt, wir haben jetzt hier 1, 2, 3 von diesen schönen Quicksand. Die kommen dann sozusagen übereinander. Und da drauf kommt dann das Glas. Wo bist du jetzt hin? Irgendwo war es drin. Ah, ich vermute mal im Bild das. Genau. Ja, also das heißt, ich kann jetzt hier reinlaufen. Bin auch genau wieder auf demselben Tor. Das wird auch eins meiner
Ob das das nächste Speed-Up ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird das Tor im Nether dann auch umgebaut. Das schaut dann so ähnlich aus wie das da. Aber dann auch, wenn ich mal irgendwann weiter weg muss und ich brauche dann Tore, die sich verbinden. Das ist sozusagen Hauptbasis, ist dann rot-schwarz. Wenn jetzt halt ich dann irgendwo woanders bin, dann ist es zum Beispiel oben Marble, also ist es dann schwarz-weiß oder rot-weiß. Ja, und dann ist das Tor im Nether dann auch so dekoriert, dass ich dann weiß, ah, alles klar, das Tor gehört zum anderen Tor. So, dann brauche ich jetzt von dir, ich sag mal zwei und von dir einen. Wir gehen runter. Jawohl. So, und schon ist das Zeug hier alles sauber und fertig. Ja, also wie gesagt, dann fallen die hier rein. Warum drei hoch? Es gibt diese Giant. Und die Giant, ja, die denen schaffen zu überleben. Bei zwei hoch. Ja, und dann sieht man es ja hier. Also ich habe dann einen Block, weil die Kleinen, die denen ja das Überleben hier. Aber bis die Kleinen hier durch sind, die sind verreckt. Also ich habe noch keinen von denen gesehen, die wo dann hier noch rumgewuselt sind. Ja, und wenn sie dann doch rumwuseln sollten, dann sollen sie. Also das ist sozusagen die unterste Ebene, die ich dann auch irgendwann jetzt dann mit den Gängen verbinde zur Lava. Hier wird dann unten sozusagen der Loot aufgefangen. Und das ist jetzt dann die Ebene, wo jetzt wir dann unsere Tore und unsere Monsterfallen hinbauen. Also das heißt, wenn ich jetzt unbedingt sage, ich brauche Zombie-Spawner, dann krallen wir uns ein und dann kommt der dahin. Dasselbe ist auch dann irgendwann, gibt es dann hier auch nochmal eine Schmelze, die wo jetzt dann zum Beispiel 4 hoch ist und da dann die Endermänner rankommen. Genau. Also die obere ist sozusagen nur zum Einschmelzen für uns gedacht. Und wie gesagt, wenn dann irgendwelcher Loot rauskommt, naja, auch bei der Schmelze wird es so sein, dass wir dann alles nach unten abfließen. So, dann hätte ich gesagt, fangen wir jetzt mal an. Vor lauter Blabla wieder. Dann hätte ich gesagt, wir... Graben jetzt mal hier alles aus. So, du kommst dahin, du kommst dahin, du kommst wieder weg. So, erst wenn ich dann hier bin, okay. So, wir müssen F9 drücken. Genau, das habe ich nämlich schon komplett richtig gemacht. Ich habe ja schon gesagt, das lerne ich, glaube ich, wenn ich es dann nicht mehr brauche oder so. So, jetzt haben wir auf jeden Fall dann das. Dann machen wir so. Auch hier. Mal schnell eine Fackel hinstellen, dass ich was sehe. Und ich merke schon wieder, ich fange schon wieder an, alles richtig zu machen. Nicht. Ja, ich habe das so gerade noch so runtergeschluckt. Hier läuft eine Schlange rum. Ich habe das nicht zischen hören. Genau. Also, was wollen wir tun? Wir wollen jetzt vor allem halt. Jetzt müssen wir auch noch hier aufschlagen. Und hier habe ich jetzt Marble. Das ist sehr gut.
Also meine Hauptbasis versuche ich komplett auf mehrere Ebenen zu strecken. Das ist irgendwie hoffentlich klar geworden. Das heißt, wir packen jetzt dann sozusagen hier alles Wertvolle hin, was diese Ebene betrifft. Und die anderen Ebenen, die werden jetzt dann höchstens noch Kabelebenen oder Maschinenebenen. Weil zum Beispiel die, naja, wobei eine Ebene könnte ich noch als Automationsebene nehmen. Aber da muss ich erstmal gucken, wie ich das dann mache. Aber ich habe da schon momentan so die Idee dahinter, dass dann irgendwann, wenn ich den Würfel bauen muss, ich hoffe, dass der immer noch so funktioniert, wie er eigentlich funktionieren soll, dass dann uns, dass dann sozusagen wir den genau in das Lager setzen, ja, dass das dann alles sozusagen eins ist und dann vielleicht auch irgendwann wieder ein paar Drawer verschwinden und dafür wird dann halt so Serverschränke hingemacht. So, ich brauche auf jeden Fall auch Kabel. War jetzt vielleicht nicht gerade die beste Idee, dass ich dann das Kabel, dass ich jetzt den Marmor so abgebaut habe, aber ist egal. Ist doch nur ein Inventarplatz. Oh, ich komme schon nicht mehr hin. Ja, aber das genau ist nämlich Kabel und das ist jetzt dann normales Marble. So, und dann gehen wir jetzt mal hier hin. Also hier soll auf jeden Fall dann das Twilight-Tor rein. Und das Wichtige ist auf jeden Fall, soweit ich das noch weiß, die brauchen, weil der Blitz muss ja einschlagen können, wer sich noch dran erinnert. Und Blitz einschlagen heißt, ich brauche eine komplette, ich muss bis zur Decke, also bis zum Himmel hoch. Und dann ist ja uns noch was eingefallen, für was wir den Blitz dann noch brauchen. Ja, und die, wo sie es vergessen haben, entweder Video angucken oder hoffen, dass sie es noch in der Folge schaffen. Kann ich dann sagen, Schwein gehabt. Das Lustige ist auch, dass das Quieken gar nicht so häufig kommt. Moment. Hat mich der Blitz getroffen? Ich bin in Feuer gelaufen. Dann geht es auch mit Feuer. Schaut mal. Dann geht das auch mit Feuer. Ich bin noch ein paar Mal abgefackelt worden. Ach, nein. Logikloch, Drag. Logikloch. Wir spielen ja hier GTNH. Also, für alle die, die wo sagen, ich brauche einen Blitz. Ja, also das heißt, man geht hin und baut sich halt ein Twilight-Tor und erfreut sich, wenn dann man das Tor gebaut hat, dann schlägt der Blitz ein. Und wenn ihr den Schweinerucksack aufhabt, dann passiert was Schönes. Der Blitz trifft dich und der Rucksack verwandelt sich vom Schweinerucksack zum Zombie-Pigman-Rucksack. Also wie es bei uns, also wie es halt mit den Schweinen halt auch ist. Aber mir ist gerade eingefallen, dadurch, dass ich ja draußen ab und zu mal rumlaufe,
Weil ich ja Zombies brauche, weil ich ja meinen Zauberstab ab und zu ein bisschen lad. Viel zu selten. Aber ich vor allem jetzt mittlerweile meine Leiste hier unten immer wieder auflad, damit ich Arsenic bekomme. Gibt es natürlich da draußen auch Zombies. Oder nicht Zombies. Also auf jeden Fall. Ja, wobei sind, glaube ich, fast alle. Die Lightning-Variante von den Viechern. Ja. Und was hat die Lightning-Variante für einen Zusatzeffekt? Dich trifft der Blitz. Ja, aber wenn dich der Tr Blitz trifft, ne? Tada. Und schon hat sich der Rucksack verwandelt. Und schon macht uns Feuer nichts mehr was aus. Ja, ich bin also die ganze Zeit feuerresistent. Schön. Gefällt mir. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Das ist ja peinlich. Ich will auf ein Feature hinarbeiten. Wo kommen eigentlich die ganze Zeit die Knochen her? Das ist ja richtig schlimm hier. Wir wollen meinen Rucksack abnehmen, ich weiß es. Bin mal gespannt, wann ich das Skelett kennenlerne. Oder die Skelette kennenlerne. Die Knochen die ganze Zeit spenden. So, dann hätte ich gesagt, gehen wir in die Richtung. Das ist auch schon egal. Im zweiten zum Lager habe ich es ja sowieso schon. So, wenn ich jetzt runtergehe bis zum Bedrock, ist es noch mehr egal. Und schon spawnt nichts mehr. Perfekt. So, das ist der ganze Gravel, der wo oben von oben runter gefallen ist. Auf jeden Fall. Ist das Tor jetzt dann. Ja, es ist noch wichtig. Also man baut es auf jeden Fall schön. Wir wollen das ja dann auch schön dekorieren, soll dann auch ähnlich. Ich bin da momentan beim Überlegen, ob ich da das ein wenig anhebe. Weil ich glaube, es darf ja nur nichts. Ich glaube, ich darf nur in den Bereich nichts reinmachen. Ja, das heißt, wir müssen jetzt dann halt schön brav hier jetzt erstmal alles so weit auskleiden, dass ich schon mal weiß, wo ich hin muss. Das Tor ist ja 2x2, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Eigentlich gehört da eine Wand hin, eigentlich gehört da eine Wand hin. Das habe ich aber auch hier nicht so vor. Könnte mir vorstellen, dass ich hier eine Tür hin mache und dann mache ich hier auch die Tür hin. Das heißt, ich habe jetzt hier zwei. Dann mache ich das jetzt erstmal so. Also mich würde es nicht wundern, wenn ich hier einen Skelettspawner hätte. Aber ich habe ja sowieso eigentlich in der Nähe noch einen Dungeon. So, dich will ich eigentlich nicht benutzen. Dann benutze ich jetzt dich. So, dann brauchen wir jetzt noch Dirt. Ja, und schon wird es ein Problem.
schon fast wieder hell. So, dann gehen wir mal schnell nach hinten und holen uns. Schauen wir erst einmal, wie weit das die. Also dich nehme ich auf jeden Fall mit, weil dich brauche ich. Und jetzt wollte ich nachgucken. Wie schaut's denn aus strommäßig hier? Du bist voll geladen. So, dann heißt es jetzt für dich, du gehst hier raus. Ja, man sieht ja, ich bin immer die ganze, ich bin wirklich die ganze Zeit fleißig dabei. Den Electrolyzer laufen zu lassen. Wie gesagt, der muss jetzt dann nochmal erweitert werden. So, und dann hätte ich gesagt, hauen wir jetzt. Nein, von dir nicht, aber von dir. Hau ich da jetzt mal 20 Stück rein. Genau, dann kannst du nämlich laufen. So, dich geben wir ab. Und jetzt brauche ich bitte zwölf. Also, davon sechs. Und davon sechs Stück. Ich kann es ja probieren, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. So, das warst du und du. Läuft. Perfekt. So lange warten wir. Habt's gesehen, ich habe auf jeden Fall auch fleißig noch Circuits hergestellt. Brauche jetzt dann auf jeden Fall nochmal vier. Der muss da rein. Molten Soldering. Das ist sehr gut. Haben wir schon mal alles drin. Ich brauche den nächsten Circuit. Das heißt, ich brauche jetzt. Genau, die Diode und ich brauche Kupfer, beziehungsweise, nee, ich brauche nur Kupferkabel. Gut. Also ich brauche Kupferkabel. Brauche Dioden. Und ich brauche noch das Good Circuit Board. Das wird auch so eine Sache, die wo ich jetzt ziemlich schnell machen will. Was brauche ich denn, um das herzustellen? Sodiumpersulfat. Für Sodiumpersulfat brauche ich den Elektrolyzer und Sodiumbisulfat. Und für Sodiumbisulfat brauche ich Sulfuric Acid und Sodiumhydroxid. Ein Chemical Reactor. Drake. Wie wären die Idee? Wenn du irgendwann du die nicht mehr da drin? Papapam, papapam. So, ich brauche dann das Sodiumbisulfat. Das habe ich noch nicht drin. Eisen-3-Chlorid. Eisen-3-Chlorid brauche ich Chlorin oder Hydrochlorin und Eisen. Das ist ein LV-Rezept. Und das ist Sodiumpersulfat. Auch LV, auch LV.
Hergestellt habe ich das noch nicht, ne? Ach so, das kann ich jetzt. Ah, also ich kann mir jetzt zwei Wege aussuchen. Ich kann jetzt den Weg nehmen, dass ich sage, okay, ich mache jetzt da draus Hydrochlorid, und verarbeite es dann weiter. Ich glaube, da gibt es dann auch noch Sachen, wo man gebrauchen kann. Oder ich gehe auf mit Sodiumhydroxid auf den nächsten Kurs. So, genau. Du bist nämlich da drin. Dann heißt es jetzt Chemical Reactor. Den habe ich doch, ne? Genau. Dann kommst du jetzt mal hier rein. Du gehst aus. Oh Gott. Ja, nein, weiß nicht. Circuit Board. Gut, Circuit Board. Das war's, genau. Das heißt, ich brauche das da. Das heißt, ich brauche Sodium Persulfat. Das ist dann hier. Und das wird dann sozusagen hier hergestellt. Da kommst du dahin. Danke. So, dafür brauche ich den Circuit Nummer 1. Und davon drei Stück. So, wir haben jetzt das Wasser. Und davon sieben Stück. Das Wasser ist super, weil das Wasser können wir hier gleich reinschütten. Nein, die Zelle brauche ich noch. Dann müssen wir jetzt da natürlich weiter gucken, denn jetzt muss ich. Ach so, sieben Stück. Ah, alles klar. Das ist nur, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, nur etwas teurer. So, du bleibst jetzt mal schnell hier. Ich brauche davon nochmal drei. Wenn man halt Eisen hat, aber ich habe halt von dem Sodium habe ich so viel, ne? So, das heißt jetzt, du kommst. Nee, du kommst da nicht hin. Und du bist jetzt mir erst einmal egal. So, davon brauchen wir jetzt 14 Stück. Und du kommst jetzt rein in den Elektrolyse 11-Bau. Genau. Und jetzt kommt wieder mal ein anderes Problem zum Tragen. Ich will gerade wieder zwei Sachen gleichzeitig machen. Und das klappt nicht. Also, machen wir es jetzt ganz einfach. Bevor ich jetzt das irgendwo in der Ki in aufräume, sage ja, das räume ich jetzt mal da schnell weg. Machen wir das jetzt ganz einfach. Also, ich brauche das dann auf jeden Fall alles unten. Ich brauche dich unten. Ich brauche das unten. Das brauche ich momentan nicht. Also habe ich jetzt ein bisschen Platz und kann die Kiste dann oder den Inhalt auf jeden Fall mitnehmen. So, den Chemical Reactor habe ich schon mal geleert. So, dann haben wir hier eine Wasserzelle. Klack. Und Sodium Bisulfat. Ach so, brauche ich noch eine Zelle. Und das machen wir zweimal. Dann habe ich auf jeden Fall auch Hydrogen. Das Zeug kann ich jetzt auch momentan nicht mehr zu wenig haben. Weil wir möchten ja das Benzin verbessern. Darum machen wir das ja. So, 16 Stück. Der ist durch.
Die Batterien sind voll. Was die Dinger ausmachen, die drei, ne? Ich weiß, irgendwann kommt noch ein vierter und irgendwann sind es dann 16, glaube ich, insgesamt. So, jetzt haben wir natürlich Sodium-Persulfat. Und jetzt gehen wir natürlich hin in das Rezept hier rein. Gehen wir hier hin. Und jetzt habe ich dann Goldfolie. Und das kommt in den Chemical Reactor rein. Und das machen wir auch so. Das heißt jetzt, wir haben. Haha. Ich habe da gerade was gesehen. Verdammt. Oh, doch. Doch, doch. Gut. Ich hab schon gedacht. So, dann heißt es ja aber, ich habe nur Gold, das gemacht, aber nicht mehr durchgeschmolzen. So, aber ich brauche jetzt davon sowieso dann mehr, weil wir wollen ja ins MV-Zeitalter mehr einsteigen und nicht weniger. Dann heißt es, du kommst jetzt da rein. Und schon ist das Inventar wieder voll. Ist doch super. Aber ich bin halt noch dabei gewesen, mehr Eisen durchzuhauen. Weil Eisen ist das mittlerweile ein Problem, beziehungsweise Stahl. Also ich bin jetzt gerade auch dabei, Stahl hochzuziehen, dass wir da wieder mehr haben. Das heißt, ich muss den Ofen da hinten auf jeden Fall auch verbessern, weil in EBF auf Wasser umzustellen, genau, das ist der Wasser-EBF. Wir kochen uns eine Suppe. Nein, ich meine natürlich, wir machen. So, haben wir noch 2400 drin. Wir möchten da natürlich alles Mögliche herstellen. Und ein Assembler, den wo ich ja brauche, um diese schönen Pipes zu machen. Und dann können wir mal anfangen, dass wir unsere ersten Kompaktmaschinen unten bauen. Also wir sind nicht mehr weit so weit davon entfernt. So, also, dann nimmst du jetzt auch noch das Wasser. Nein, tu mal das Wasser wieder rein. Wasser wieder raus. Ja, also das kommt hinten rein. Und dann passt das. So. Jetzt brauche auf jeden Fall noch eine Pumpe. Dafür brauche ich Bronze Rotor, Schraube habe ich. Steel Fluid Pipe habe ich. Rubber Ring habe ich. Den Motor habe ich noch nicht. Also brauchen wir als erstes einen Motor. Dafür fehlt mir ein Magnetic Steel Rod. Gut, dass ich noch weiß, dass ich einen Stahl noch übrig habe. So, dann haben wir das. Und dann brauchen wir jetzt den da. Und dann brauchen wir nur noch den da. Und dann brauchen wir jetzt davon noch fünf. Das ist dann der Herr Rotor. Also wenn ich mir vorstelle, wie lange das Gear braucht, ne? Und wie schnell das der Rotor fertig ist. Das müssen ganz, ganz kleine sein. Oder ganz, ganz feine, nicht kleine. Feine. Oder dünn. So, also wir wollen die Distillery. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall nochmal Steel Fluid Pipe.
Das heißt, ich brauche davon noch mal drei. Ich glaube, Glas habe ich einstecken. Das dürfte auch kein Problem sein. So. Dann, genau, Glas habe ich einstecken. Davon brauchen wir auch zwei. So, dann geht mal, da haben wir da weg. Dann war das, glaube ich, so, so. Du warst da, du warst da. Da die Pumpe. Da, das, da. Das heißt, ich brauche jetzt hier noch mein den da. Kennt man ja, mein den da. So, dafür brauche ich hiervon jetzt 8. Millipacket ist zu wenig. Das heißt, ich brauche jetzt eine Zelle. Darum sind die auch in dem Rucksack, weil da geht es mit dem Zahnrad. So, ich habe hier auch mal ein paar Tanks noch mit aufgestellt. Hier ist Ethylen drin, da ist Polyethylen drin. Ja, weil ich die ganze Zeit immer schön brav und fleißig beim Herstellen bin. Sieht man ja auch gerade mit der Biomasse. So. Dann gehst du jetzt da mal raus. Ja, und jetzt verstehe ich auch gerade, warum, dass ich überhaupt keinen Schaden mehr kriege, wenn ich heiße Sachen anhab. Rucksack macht's möglich. Finde ich klasse. So, also gehst raus, du gehst rein. Und seit wann brauche ich einen? Also wenn er die Rezepte nicht verändert hat, brauche ich zwei. Ja, dafür spare ich ja Rough Iron und Aluminium. Und da ich momentan noch nicht so viel Aluminium habe, aber mittlerweile genügend Polyethylen, dann kann man dazu machen, ne? So, jetzt brauche ich noch aus der Abteilung noch mal zwei Kabel. Und schon haben wir den auch fertig. Und jetzt brauchen wir nur noch die Circuits. Und für die Circuits brauche ich ja das Gold, was wir vor 5 Stunden in den Ofen geschmissen haben. Dann hätte ich gesagt, ich mache jetzt gleich mal 8 Stück. Nein, ich mache erst mal ein Stück. Wenn das ein Stück fertig ist, machen wir die restlichen 7. Haben wir die restlichen 6? Ja, wir brauchen ja 2. Und deswegen mache ich auch noch nicht mehr. Weil ich weiß nicht, für was ich noch alles Gold brauche. Ich komme jetzt langsam in die Gefilde. Ja, HV haben wir schon gehabt. Aber erstens, ich weiß nicht, was sich alles geändert hat. Und für mich kommt ja sowieso noch eine andere Sache noch dazu. Ich habe schon gesehen, dass sie schon wieder abgedatet haben, glaube ich, auf die 250. Muss ich mir auch noch demnächst mal angucken. So, also das heißt jetzt dann Large zur Chemical Reactor. Mit Sodium-Persulfat. So, und dann kommst du da rein. Nein, du kommst da rein, du kommst da rein. Jawohl, er läuft.
Und zum ersten Mal laut und gleich. Nein. Brauchen wir nicht. Brauchen kein Laut. So, wir gucken. Weil es könnte man eigentlich gleich noch die anderen zwei auch noch wegkriegen. Eigentlich müsste ich. Ah, ich mach drei. Ich hole mir noch einen von den. Von dem Untergrundding. Vinyl? Ich weiß es nicht. Vakuumtubes habe ich auf jeden Fall auch noch. Also, nicht einfach hinlaufen, Drag. Auch das Gold mitnehmen. So, warum drei? Ganz einfach, weil dann ist das Sodium-Puzzle-Fahrt weg. Hat schon wieder eine Spinne was gespendet. Vorhin waren es die Knochenmänner. Also. Naja, man kann halt, das Schöne ist halt, man kann halt dann hin und her switchen. Was man halt gerne verwenden möchte, weil Eisen-3-Chlorid ist jetzt auch kein Problem. Na? Aber Eisen-3-Chlorid ist Chlorin oder Hydrochloric Acid. Ja, wobei. Also da ist dieser Weg, weil dann kriege ich Sodium weg. Hab dann Wasser übrig. Da muss ich halt einen vernünftigen Chloraufbau haben. So, wir haben unsere zwei Circuits. Und jetzt haben wir unsere Advanced Distillery. So, und dann heißt es jetzt für mich, ich bleibe erstmal auf dieser Ebene nach vorne. Oh, und jetzt muss ich schauen. Und zwar, also ich brauche als erstes. Das brauche ich auf jeden Fall auch. Und jetzt brauche ich dann Heavy Oil. Oil. Apropos Heavy Oil, ich glaube, da ist auch schon wieder genügend drin. Na, 6000. Aber ich bin auch beim. Also, ich habe auch einige schon abgebaut. So, und jetzt, das heißt jetzt dann, das Heavy Oil kommt hier rein. Wir gehen in den Reiter vom, nein, von dem Heavy Oil. Das heißt, jetzt muss ich im MV mit dem Circuit 1 das herstellen. Oh Gott. Und wir gehen sofort, sofort, aber augenblicklich zu unserem Please Quiet Gerät und befehlen ihm das. Also wenn man sich jetzt vorstellt, ne, ich habe jetzt da, was waren es denn? 8, 16, 24. 24.000. Ja, also das Heavy Fuel habe ich keine Probleme mit. Muss jetzt nur warten, bis 8.000 sind. Der schnullt mir jetzt halt ein bisschen hier rum. Aber wenn die halt leer sind, dann gibt es halt besseren Werkstoff, ne? Also der macht 305 und ich glaube, der andere macht 480. Also das wird sich jetzt gleich extrem. Also aber das kann man halt alles nur, glaube fast nur hier herstellen. Ich glaube, das da geht auch LV. Genau. So, jetzt haben wir hier 8000. Ich packe ich jetzt hier rein.
So, Heavy Fuel ist Circuit Nummer 4. Dann packen wir dich hier rein. So, und jetzt brauche ich wieder kleine Zellen. Und die sind schon wieder Wahnsinn. So, Hydrogensulfid haben wir auch schon wieder. Jetzt haben wir davon 8000. Das heißt, die packe ich jetzt in kleine Zellen. Denn diese muss ich jetzt in den Mixer packen. Ah, ich sehe gerade, die dir auch anders gehen. Aber fünf, wenn jetzt cool. Ah, Moment, Moment, Moment. Ah, mir fehlen noch 1420. Jetzt ist es cool. So, wir nehmen 5 Stück. Sind jetzt alle voll. So, und dann heißt es jetzt im Mixer und wir brauchen jetzt Fuel. Du kommst dahin. Das heißt, ich brauche jetzt Nummer 6. So. Das heißt, du kommst jetzt dann da rein. Und du kommst da rein. Und schon komme ich nicht mehr hinterher. Welchem Fuel? So, das heißt, da komme ich, packe ich jetzt rein. Ja, jetzt habe ich 21.000 Diesel. Ja, jetzt sind wir bei 480. Das heißt jetzt für mich, muss ich leider dahin gehen. So, 6 Stück. Ich mache ich auch weg. 6 Stück. Ich werde ich nicht wegmachen können. Aber ist egal. Schreib mir dich erst rein, dann zieh mir dich raus, dann haben wir auf jeden Fall 8000. So, und die restlichen 134 lassen wir runterlaufen. Dann wird es auf jeden Fall, dann bleibt hier eine gerade Zahl drin, ne? So, genau. Also, wenn man sich jetzt alleine vorstellt, wie viel Diesel das wir gerade herstellen. Also wir sind jetzt hier fast schon bei 30.000 Diesel. Haben hier jetzt nochmal 27.000 Fuel. Ja, dann machen wir das so. Und dann haben wir hier nämlich 7. 7. Ja. 10. Ich brauche irgendwas, was Energie frisst. Sonst wird es nicht leer. Ja, kann ich dich schon reinparken? Wenn man es anschaut, wie schnell das der runterläuft. 4, 3, 2, 1, weg. 3, 2, 1, 0, 1, 9, 8, 7. Also ein bisschen langsamer auf jeden Fall.
Also ich finde das jetzt klasse. So, das können wir auch noch holen. Und da ist jetzt mein Problem, dass ich halt, ja. Ich muss jetzt schauen, dass ich irgendeinen Tank leer kriege. Also da habe ich natürlich Öl drin. Das wäre nicht schlecht, wenn ich Öl auch wegkriege. Das heißt, es wäre eigentlich nicht schlecht, wenn ich sogar noch mal einen Supertank baue. So, was habe ich hier hinten? Da habe ich Methangas drin. Das wird auch einer der nächsten, der wohl als Supertank endet. Ich vermute der auch. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall schon mal 3 Stück davon. Ah, und hier muss auf jeden Fall auch noch ein Tank hin. Ich schaue jetzt mal sicherheitshalber rum, ob ich hier irgendwo einen rumflacken habe. Nein. Ja, aber das Problem ist halt, ich brauche halt richtig Sockets. Das heißt eigentlich, genau. Ja. Falscher Pfeil, die Richtung. Also, wir können auf jeden Fall die Distillery können wir abbauen, weil die haben wir jetzt komplett fertig. Der Assembler, das ist auf jeden Fall eine interessante Maschine. Da können wir dann halt, wie gesagt, unsere Automation starten. Der Chemical Reactor kann ich wegmachen. Den habe ich schon. Aber den Advanced Fluid Reactor, den habe ich noch nicht. So, und das ist eigentlich für mich jetzt eine Sache, wo ich sage, das macht auf jeden Fall mehr Sinn, den als erstes zu bauen, bevor ich den baue. Denn mit dem Ding kann ich nochmal meine Circuit-Produktion nach oben steigern, wenn ich Red Alloy Ingots herstelle. Habe ich die schon hergestellt? Haben wir schon gemacht? Ja, einen Hammer. Das sind die hier. Ah, und dadurch, dass wir jetzt da draußen ja bessere Engines haben. Ah, und die Batterien. Ja, jetzt sind es 10% leer. Und ich glaube, die laden schon wieder. Ja, also das heißt, der ist schon wieder durch. Wir haben jetzt mal schnell wieder 24 Alu da drin. Das heißt, wir kommen immer mehr Richtung MV. Wie gesagt, ich bin momentan beim Überlegen, ob ich das jetzt dann so. Ja, doch, das muss ich lassen. Das heißt, ich werde vielleicht hier dann die MV-Line erstmal hinbauen, bis wir dann unten die Sachen aufbauen können. Das heißt, ich brauche hier jetzt auf jeden Fall mal 16 Stück. Hau rein. Dass wir hier was Besseres rauskriegen. Und Soldering ist, glaube ich, Zinn und Antimony, ne? Das heißt, ich muss auf jeden Fall. Also Antimony muss auf jeden Fall erstmal nach oben. Geht das? Das geht. Ja, das heißt also, jetzt habe ich auch immer endlich was Zinn wegfrisst. Problem ist nur, ich muss jetzt dann auch Zinn produzieren. Hat alles Vor- und Nachteile. So, du warst auch die 11, richtig? Jawohl. Und da waren noch 4, jawohl. Also, und dann lassen wir die auch gleich laufen. Ja, und man sieht auch, das Lithium wird auch immer mehr. So, 4000 Liter Ethanol. Und Ethanol war jetzt, soweit ich das weiß.
Ethylen war genau sulfuric und die 11. Das kann ich mir noch nicht merken. So, das heißt, es ist davon 4, davon 4. Dann habe ich da das auch schon wieder laufen. Dann läuft schon wieder fast das nächste Poly durch. Ja, also ich stehe mittlerweile sehr häufig mehr an den Maschinen als an den anderen. So, jetzt muss ich nur mal schnell gucken. Du bist jetzt bei 80%. Und ich habe 2 fertig. Du bist auch die 11, korrekt? Und auch Oxy habe ich drin. Ah, okay, die dauern jetzt schon 80 Sekunden. Aber das ist mir jetzt mal egal. Ich probiere es. Kann es immer noch dann raus fischen, wenn es nicht reicht. Auf jeden Fall das Redstone Alloy wird es dann demnächst mein Kabel ersetzen. Das haben wir auf jeden Fall schon mal dann. Können wir schon mal in Betracht setzen, dass wir keinen Stromverlust mehr haben. Auf jeden Fall im LV-Bereich. Davon muss ich ja auch einiges herstellen. Also es ist nicht so, dass ich da nur 3 Stück brauche. Werde ich aber auch erst angehen, wenn es dann auch so 16 Stück Minimum sind. Plus die 2 da unten. Weil momentan sieht es ja einfach nur so ausschauen. Sehr traurig. Elektrum ist dasselbe. Elektrum ist, glaube ich, HV. So. Habe ich jetzt den Strom schon erklärt? Nein. Habe ich nicht, weil ich wieder vergessen habe. Machen wir das jetzt noch hinten? Nein. Oder machen wir es als Bonus? Nee, weil das Thema etwas zu groß ist. Also Stromerklärbär gibt es dann in der nächsten Folge. Wie das ganze Zeug ein bisschen so funktioniert. Vielleicht mache ich da auch ein Special draus, dass ich das auf meiner anderen Welt mache, wo man auch mal ein bisschen rumexperimentieren kann. Aber das sehe ich. Das sehe ich. Genau, so, das Steel Grade kommt noch hier rein. Momentan merke ich gerade wieder, ich laufe nur von links nach rechts. Weil ich jetzt halt die Sachen aufräume. Aber das bringt mich nicht weiter und euch auch nicht. Und dann schaffe ich es definitiv unter einer Stunde zu bleiben. Hurra! Ich habe leider das Twilight-Tor nicht fertig gekriegt. Ich wollte auch nochmal, ja, ihr wisst, ne? Also ich wollte es mit dem Strom nochmal machen. Das werden wir tun. Das werden wir beim nächsten Mal tun. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, Lob habt, Kritik habt, egal was. Und zwar sachliche Kritik, muss man dazu sagen heutzutage. Dann ab damit in die Kommentare. Dann kann ich mich darauf einstellen. Und sonst heißt es nur noch von mir, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.